und willkommen zu einem weiteren gemütlichen Magic-Abend. Heute spielen wir mal ein bisschen Rot und Weiß. Ich habe so eine, ich sag mal, Budget-Version gemacht von dem Engel-Deck. Und wir gucken mal kurz rein. Ich habe mich so ein bisschen orientiert an, da gab es letztens so ein Turnier-Gewinner-Deck, das hat so Boros Angel gespielt. Deswegen habe ich auch diese Vorhut reingenommen. Die ist ziemlich praktisch, weil sie auch vielseitig ist. Den Ausfüller habe ich reingenommen. So, und ich habe auch die Ritterin der Gnade reingenommen. Genauso wie in der Original-Deckliste. Ich glaube, die hier kommt nicht so oft vor. Ich glaube, im Original wird Seal-Away benutzt. Aber ich glaube, ich hatte nicht die Ressourcen dafür, um sie zu craften. Blitzentschlag gibt es. Die ist dann von mir, um ein bisschen Board zu stärken. Prachtvoll Engel ist im Original, glaube ich, viermal drin. Aber ihr seht, Mystic Rare, also unglaublich teuer. Die habe ich genommen, einfach um theoretisch um ein bisschen Ramp-Möglichkeiten zu haben, wenn man sie opfert. Die ist zweimal im Original drin. Die ist auch super gut, aber auch eine Rare. Stimmt, die hätte ich vielleicht mal craften sollen. Den habe ich zweimal, der ist aber in der Liste nur einmal drin. Den halte ich einfach für eigentlich eine ganz gute Karte, auch wenn er, also er, sagen wir es mal so, er fällt auf Removal zum Opfer, aber er zieht die Removals auch einfach. Die habe ich dreimal drin, ich glaube im Original sind zweimal drin, einmal im Side-Deck. Die ist auch sehr praktisch, weil alle anderen Kreaturen dann Fluchsicherheit bekommen. Das heißt, ihr seid im Grunde so ein bisschen doppelt abgesichert, wenn es jetzt kein richtiger, kompletter Swipe ist. Tribulus Konklavs zweimal drin, die ist vielleicht auch drei oder viermal drin. Die habe ich reingemacht, einfach halt, um noch ein bisschen Board und Stärke generieren zu können. Die ist im Original nicht drin, die habe ich noch reingemacht, um noch einen Engel mehr zu haben. Die ist im Original wahrscheinlich auch viermal drin und die habe ich auch reingemacht, weil wenn das Board total ausgeglichen ist oder der Gegner vielleicht weiß spielt und Konklave gemacht hat, dann kann man natürlich theoretisch auch die Artefakte und Verzauberung clearen. Und die ist tatsächlich sehr praktisch gewesen bisher. Und die habe ich reingemacht, falls ich auf irgendwas treffe, auf das ich überhaupt keine Antwort habe. Aber die ist natürlich auch mega teuer. Ich glaube, in keinem Match hätte ich die bisher auch spielen können. Aber das ist jetzt mal eine ganz andere Sache. Verzeihung. Bin noch echt erkältet. Muss jetzt also diesen Twitch-Chat, das Twitch-Mobile-Dashboard anmachen, damit ich auch sehe, wenn ihr was kommentiert. So. Okay, so viel zum Deck. Wir spielen einfach mal eine Runde. Interessanterweise habe ich es mit dem Dimir Control, und ich habe das Dimir Control, habe ich wirklich unfassbar viel gespielt eigentlich. Ich habe es aber nicht geschafft, von Bronze 2 runterzukommen. Und mit dem Deck hier habe ich das tatsächlich geschafft, dann mit gar nicht mehr so vielen Matches auch, und tatsächlich mal wieder auf Bronze 1 zu springen. Das hat mich echt gefreut. Aber es kann auch sein, dass wir jetzt gleich erstmal wieder auf Bronze 2 zurückfallen. Wie es in solchen Ranked Matches ist. Ja, das ist gar nicht schlecht eigentlich. Gerade mit dem Erstschlag. Wir spielen noch gegen jemanden, der keinen Rang hat. Wenn er jetzt natürlich ganz neu ist im Spiel, kann sein, dass es mit dem Erstschlag für ihn auch erstmal total neu ist. Und keine Ahnung. Ist jetzt nichts, worauf ich jetzt spekuliere, aber theoretisch möglich. Okay, ich spiele auf jeden Fall mal die. Ich bin gegen Schwarz. Mal gucken, ob er noch eine Farbe hat. Man merkt ja jetzt auch, wie im Gegensatz. Ah, es wird also Vampir. Man merkt auch wirklich, wie so das Refinement von Tag zu Tag zunimmt und man immer gegen ausdefiniertere Decks auch tatsächlich spielt. Die kann ich schon mal spielen. Na, greif einfach mal an, gucken, was passiert. Ins Exil. Okay. Ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Bisschen schade, aber ja. Aber genau, das ist genau die Karte, die ich nicht habe. Oder die ich irgendwie nicht. Doch, die habe ich, glaube ich. Ist ja aber auch egal. Exil ist eigentlich immer ein bisschen besser als Friedhof. Der Nachteil ist natürlich, hier kann ich auch wieder zurückkommen, theoretisch. Wenn ich denn die, was ist das, die Nova oder so ziehe. Okay.
kann mir echt egal sein. Ich greife einfach mal an. Er lässt durch. Okay. Und dann spielen wir noch einen. Können wir uns gleich verteidigen. Ach, Fluchsicher vor Schwarz ist sehr praktisch in so einem Matchup. Aber er hat wahrscheinlich noch genug weiße Removals. Und er scheint auch viel Weiß zu ziehen gerade. Dafür ziehe ich keine Mana. Das ist sehr schlecht bei meiner Hand. Also wenigstens ein Mana wäre schon noch gut. Er will bestimmt sein Vieh stärken. Ne, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Da habe ich keinen Bock drauf. Cool, das gefällt mir ganz gut. Okay, jetzt haben wir alle Fluchsicherheit. Das nützt mir irgendwie nicht viel jetzt. Dann spielen wir nochmal den aus hier. So, jetzt lassen wir alle angreifen. Bam, bam. Er hat nur noch 11. Ich könnte jetzt natürlich volles Risiko machen. Und die einfach grillen. Aber auf der anderen Seite. Nee, das passt schon. Ich heb mir mal Rache neben noch auf. Ich heb mir das mal noch auf. Oh, nochmal. An den hat er jetzt auch noch. Fuck off. Okay, aber er kann sich nicht wirklich verteidigen. Alter, wie auch jedes Mal angreift. Nee, block ich nicht. Ich lasse das sogar gerne durch. Ja. Wir nehmen mal den. Wenn er den removen will. Ich greife jetzt einfach mal mit allem an. Ich finde es überraschend, dass er so unglaublich aggressiv ist, ey. Das ist schon heftig. Ich meine, eigentlich hätte er eher verteidigen sollen. Boah, schluckt den auch noch. Das ist irgendwie. Ich weiß gar nicht, was er vorhat. Er schluckt ja echt sämtlichen Schaden. Okay. Wenn die eine hätte er ja blocken können. Wieso ist mein Rang jetzt so hoch? Das macht gar keinen Sinn irgendwie. Aber egal. Wir nehmen es einfach mit. Okay, gab jetzt auch natürlich nicht viel Erfahrung. Und. Okay. Dann machen wir mal weiter. Das war jetzt irgendwie nicht sehr repräsentativ. Das ging jetzt ein bisschen sehr schnell. Mal gucken, ob wir noch was Besseres entdecken. Ah, ich habe die Schüler auf der Hand. Wieso ziehe ich denn jetzt die ganze Zeit? Die habe ich bisher noch gar nicht gezogen. Ah, die Hand ist schwierig. Ich behalte die mal, weil ich eigentlich keinen Bock auf Mulligan habe. Ich meine, ich habe immerhin 3 Mana und die sind auch noch farblich gemischt. Ich bin nicht so unglücklich eigentlich. Ist das ein scheiß Monolith? Da hätte ich nicht so Bock drauf. Egal. Bin noch voll erkältet. Ich hoffe, euch geht's besser. Ah, okay. Es geht also wohl um die Zauberer. Und nicht um Mono Red. Und der hat schon einen Spell Counter oder Damage. Schön. Sachen, die ich ja total toll finde. Ja. Genau. So geht das immer schon mal los. Finde ich immer schon mal gar nicht toll. Ja, okay. Jetzt fängt er an zu cyclen von mir aus. Das Hand ist. Ja, naja. Passt. Okay, ich habe jetzt nichts, das ist ärgerlich. Jetzt bald kommt dann irgend so ein Oller Hexer wahrscheinlich. Nee, kommt nicht. Okay. Ja gut, kontrollieren wir. Spielen wir den aus. Kommt wahrscheinlich Spell Counter. Na. Ach.
Mann. Aber ich habe auch nichts. Ich hoffe einfach, dass er irgendwann einfach mal keine Spell-Counter mehr hat, ne? Wenn er die ganzen Tag Spell-Counter hat, dann kann ich auch nichts machen. Okay, so, dann kommt jetzt als nächstes runter der Schaden. Komm schon, überlebe wenigstens eine Runde mal. Boah. Alter. Das ist irgendwie ein bisschen dumm. Oh, jetzt ziehe ich natürlich gar nichts mehr hier. Shit. Naja, jetzt finde ich mir viele Mana für die für diese Zellpersonne. Ach Gott. Counterburn. Okay, spielen wir mal den aus. Hat er jetzt noch einen Spellcounter? Ich meine, irgendwann muss ja auch mal gut sein. Oder ist ihm wahrscheinlich zu schlecht. Deswegen macht er keinen Counter. Ja, kann ich nicht überspringen. Ist egal. Ja, ist okay. Boah. Ich fehlt jetzt ein Mana. Dann könnte ich wenigstens die Sonne da spielen. Aha. Was macht das komische Ding hier? Ah ja gut, die machen wir einfach kaputt jetzt, würde ich sagen. Blödes Vieh. Oder? Habe ich. Ich habe ja kein Mana gezogen, ja. So, komm. Und weg. Will ich nicht, dass er das doppelt spielt. Will ich nicht. Kannst du vergessen. Ach, fuck you. Was sind das jetzt hier? Wenn meine Chance zieht einen reinen Schadenspunkt zu. Ihhh, so ein der Mist. Das ist nicht cool, Mann. Naja, kann es nicht kontern. Also nehmen wir jetzt die. So. Vielleicht burnt er jetzt meinen armen Engel auch noch weg. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Das ist so, ich spiele was, er haut drauf, ich spiele was, er haut drauf. Sieht aber lustig aus, das Vieh. Sieht eigentlich ein bisschen aus wie so ein schönes Kuscheltier. Ein bisschen. Ich meine, eigentlich sieht das aus. Als würde sich das richtig schlau fühlen, ja? Das grinst so ein bisschen so fies, ne? Ach, come on. Na, greift er jetzt an? Wahrscheinlich, oder? Alter, was war denn das jetzt? Oh, du bist ein Sack. Na, das lasse ich mir aber nicht bieten. Okay, also. Wir spielen jetzt. Die? What? Okay, er muss ja mir den Schaden zufügen. Das ist ja schon mal gut. Okay. Okay. So, das war Kampf. Ja, okay. Oh. Es nervt. So viel Karten ziehen kann dadurch. Das ist so räudig. Oh. Also ganz sicher 5 Millionen neues Counter-Spells, ey. Vielleicht hätte ich die Zeit zuerst schicken, aber mein Gott. Ah.
Okay, ich hoffe, dass ich noch einen Spellcounter hat. Komm. Beten. Beten. Glaube, in der Preisklasse gibt es keinen Spellcounter. Ah, sehr schön. Wir haben es tatsächlich auf dem Feld. Okay. Sie kann nicht durch Schaden zerstört werden. Also ich meine, er kann natürlich was haben, was sie auf die Hand bringt, ne? Und dann kann ich nichts machen. Habe ja auch jetzt nichts, was die in den Flug sicher macht. Diese Karte, mit der er die ganzen ziehen konnte, die war eigentlich jetzt der Knackpunkt dieses Match. Wenn die nicht gehabt hätte, wäre das alles eigentlich ganz okay gewesen. Okay, er fügt viel Schaden zu, ist okay. Will er jetzt angreifen? Ich habe keinen Schimmer. Was er jetzt vorhat, ehrlich gesagt. Ich glaube, er wollte einfach nur ziehen oder so, aber. Okay. Na dann. Greifen wir einfach mal an, ne? So. Er hat ja Wachsamkeit. Okay, seiner ist tot, das ist gut. Oh, ah, er kriegt. Oh, what? Ach, er hat Trampelschaden. Oh. Er ist böse. Böse. Sehr böse. Ah. Ah. Da hat er einen für zwei Mana gehabt, tatsächlich. Den hat er vorhin aber noch nicht gehabt. Da hab ich ja Schwein gehabt. Da hab ich ja Schwein gehabt. Wäre cool natürlich noch vielleicht den Planeswalker zu ziehen, den Ayani jetzt. Ja? Der wäre jetzt ganz nice. Hier, er kann noch eine ziehen. Wann geht der Kartentod? Scheiße. Dafür sitzt ein bisschen viele Runden. Wie gesagt, es ist halt eine Budgetliste, also man kann auch nicht zu viel davon erwarten. Ne? Letztendlich fehlen ja auch viele entscheidende Tools. Aber ich hoffe einfach, dass er einfach keinen Konter hat, wie diese Karte. Ach, der hier. Den hebe ich mir noch auf. Ich hoffe einfach, dass er mich nicht niederburnen kann so schnell. Okay. Interessant. Okay. Frag mich, was er vorhat. Weil er kann durch Schaden ja nicht sterben. Ich hatte jetzt auch gesammelt. Aber kann durch Schaden ja nicht sterben. Weiß gar nicht, was er vorhat. Oder er möchte wissen, ob er durch Schaden sterben kann. Aber das sagt der Text einem auch. Ja, nice. So muss das sein. Okay, machen wir noch eine dritte Runde. Dann reicht es auch schon für heute.
wollte das Deck ja auch nochmal kurz vorstellen. Macht auf jeden Fall Laune. Auch wenn es jetzt nicht die mega krasse. Oh, nochmal der Typ. Auch wenn es nicht diese mega krasse Liste ist. Okay, er ist schon mal wieder da. die Hand ist jetzt nicht so der Burner, aber mein Gott. Hat er überhaupt eine Kreatur gespielt? Nee, oder? Hat er keine Kreatur gespielt? Aber die hat er wieder gezogen. Bäh. Uncool. Oh, das war das Land. Okay. Ach doch, er hat mal Kreaturen gespielt. Was erzähle ich denn? Ach, jetzt hier nur Quatsch. Ich glaube, diesmal gewinnt er irgendwie. Habe ich so irgendwie so ein ungutes Gefühl. Ich glaube, der hockt jetzt gerade auf seinen ganzen Countern und wartet, dass er die jetzt rausballern kann. Aber ich habe gar nichts. Tut mir leid, mein Freund. Jetzt spielt er doch bestimmt noch was aus. Oh, und dann einen mit 4 Leben. Bäh, schämen sollst du dich. Ja, ja, dann zieh halt. Ist okay. Immerhin kann er nicht kontern jetzt. Aha. So, die wird jetzt wahrscheinlich niedergebrannt. Was ein bisschen schade ist. Ich nehme an, er haut einfach Damage drauf. Don't like it. Don't like it. Okay, naja gut, überlegen wir mal. Also. Ich greife an. Eine kann er blocken, es wird die mit den Vieren sein. Dann will ich 2 Damage machen. Mist. Nur 2 Damage. Das ist super schlecht. Ah, was kann er machen mit 3? Das sind 2 Damage. Ja, Keto 3 Schadenspunkte. Ja, okay, das nützt alles nicht so viel. Machen wir es so jetzt. Und Angriff. Muss er eigentlich blocken mit seinem Viech. Na gut, ich habe ein paar Lebenspunkte und ich habe jetzt immerhin 3 Kreaturen auf dem Feld. Könnte schlechter sein. Ist okay. Ist okay. Du weißt, habe ich das falsche Mana gespielt im letzten Zug. Da habe ich einen großen Fehler gemacht. Sehr ungünstig. Jetzt bin ich gespannt. Macht er nochmal seine Fähigkeit?
oder wieder Schaden zufügen. Ja, Schaden zufügen würde auch Sinn machen, ja, keine Frage. Okay, kriegt jetzt alles kaputt? Das wird nicht cool. Ach, genau vier. Come on. Come on. Not nice. Okay, wir greifen mal mit den Beinen an. Ich greife auch mit beiden den an. Rein zur Sicherheit. Nicht, dass er dann einen wegburnt plötzlich. Das wäre auch durchaus möglich. So, können wir irgendwie Druck ein bisschen behalten auf dem Board? Ein bisschen. Bad Boy. Bad Boy. Ah, na immerhin. Komm hier, nimm eine kleine Energiespritze. Let's go. Damn. Und ich kriege Lebenspunkte. Das ist schon mal wichtig. Lebenspunkte sind super wichtig. Wenn man wird natürlich für seine Ach, den. Boah. Not cool. Man kann die Karte noch ziehen. Okay. Ah. Interessant. Interessant. Okay. Und mein Zug. Aha. Okay. Wir nähern uns unserem Mana-Ziel. Spell Counter. Muss ich halt jetzt so machen. Hauptsache, der ist weg. Er will sich die Spell-Counter aufheben. Das ist schon mal sicher. Oh.
Das ist nicht cool. Shit. Das wäre jetzt die Chance gewesen. So ein Mist. Aber kein Mana. Ja, okay, hat die Spell Counter immer noch. Gut, dann spielen wir die zuerst. Wenn, dann will er ihn doch bestimmt jetzt rausputtern. Gegen die Lyra. Ah, habe ich mir gedacht. Ja. Das habe ich mir gedacht. Ist okay. Muss es halt zweimal. Okay. Aber irgendwann muss er auch mal kein Spell-Counter jetzt haben, ne? Theoretisch. Oh, fuck off. Das ist nicht cool, Mann. Bin ich jetzt mal dran? Okay. Kann ich die gar nicht spielen? Ah, ich habe nur 7 Mana. Eklig, dass mich das jetzt echt 2 Mana kostet. Er könnte jetzt einen Spell-Counter ziehen, theoretisch. An diesem Punkt habe ich nicht gedacht. Okay, also mein Futsch. Hat mir aber viele Ressourcen gekostet. Das war irgendwie ein Fehler. Ich hätte es nicht machen sollen. Da habe ich einen großen Fehler begangen. Ach, das kommt mir zugute. Das kommt mir zugute. Das draufballern. Irgendwelche Spontanzauber hat er jedenfalls. Jetzt habe ich dieses Detail bei die Uhr so den ganzen Tag auf der Hand. Moment. Wenn ich das bezahle, dann kriegt ihr auch Unzerstörbarkeit, oder? So, dann dürfte jetzt doch der Zauber die nicht mehr kaputt machen. Ja, okay. Nice. Das war doch mal gut. Spielen wir jetzt die aus. Mach ich mal ein bisschen Angst. Komm, ich will deine Spellcounter sehen, du Sack. Was machst du? Boah, das hat den Typ Überwindung gekostet. Ich dachte so, eigentlich möchte ich nicht, dass dann noch einer aufs Feld kommt, weil so viel Burn habe ich nicht mehr. Ah, schickt er dir jetzt auf die Hand? Geht also auch noch. Interessant. Boah, hat er sogar 4 jetzt zur Auswahl. Shit. Ich krieg die Z-Type nie auf die Hand, nie aufs Feld. Ich wüsste nicht, welchen Punkt ich abpassen soll, dass ich die aufs Feld kriege. Ja, wahrscheinlich wird jetzt meine Vorhut
einfach dann auf die Hand bringen, nehme ich mal an. Blocken will er die ja wahrscheinlich nicht. Ja, okay. Von mir aus spiel's halt nochmal aus. Ist okay. Ist okay. Okay. Frage ist, greift er jetzt mal an? Bei der nächsten Runde wird das gleiche Spiel haben. Kannst du nicht nochmal auf die Hand bringen. Irgendwann ist vorbei. Irgendwann ist vorbei. Ah, er passt. Sehr schön. Den lässt er auf jeden Fall angreifen. So, jetzt. Was machst du jetzt? Jetzt haben wir die gleiche Situation. Ah, er lässt durch. Okay. Ah. Kriegt dieses Vieh nicht aufs Feld. So ein Mist. I. Das ist ja eklig. Hör auf. Oh. Mann, das ist nicht cool. Der anderen Seite. Greif einfach mal an. Sie waren fast die Hälfte seiner verbleibenden Lebenspunkte. Sowas sollte ja gut überlegt sein. Wow. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Ich höre noch den aus. Na komm, du willst sie noch jetzt tappen. Na. Jetzt guckt er sich, glaube ich, den Friedhof gerade an. Um zu schauen, welche Fähigkeit er jetzt denn nutzen könnte mit seiner Gildenmeisterin. Magierin. Na ja, komm, Spellcounter. Aha. Ja, okay, dann machst du halt zweimal, das ist egal. Knack, 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 ist okay. Ja. Ja, muss er nicht getappt werden? What the fuck? Bam. Burnt. Oh, fuck. Ach, das ist nicht gut. Das ist jetzt mal wirklich nicht gut. Freund, ich glaube, durch diese blöde Gildenmagierin kriege ich's. Kriege ich es nicht mehr hin. Ich glaube, das kostet mich jetzt echt den Sieg. Aber das hatte ich ja eh befürchtet. Oh, er benutzt die Fähigkeit. Okay, jetzt könnte ich hoffen, dass er keinen Counter-Spell gezogen hat. Oder ich gehe auf Master. Eigentlich kann ich jetzt voll auf Masse gehen. Den muss er jetzt ja eigentlich kontern. Ah, come on. Come on. Ah. Schade. Die wäre jetzt voll gut gewesen. Komm schon. Na.
Kann er mich jetzt umbringen? Ja. Mist. Alter, macht zu viele Karte. Da bin ich nicht drum herum gekommen. Schade. Schade, schade. Okay, das soll es heute mal gewesen sein. War ein kurzer Stream. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Da werde ich das Deck bestimmt ein bisschen weiterspielen. Vielleicht in einer etwas noch ausdefinierteren Liste. Mal schauen. Und dann einfach mal gucken, ob wir damit noch vorankommen müssen. Erstmal Bronze 1, das ist auch recht komfortabel erstmal. Finde ich auch ganz nett. Also ich habe so immer so ein mini bisschen immer von den Balken bekommen. Und als ich dann aber überschritten habe, habe ich plötzlich dieses dritte dazu bekommen, dass man nicht gleich wieder im Rang zurückfällt. Das ist tatsächlich mal was, was sehr cool ist, was andere Ranking-Systeme sich mal gerne abschauen könnte. Okay, na dann, liebe Leute, schönen Abend noch. Ciao.